Ein Fell das Lüge oben. Perks im Moment sind nicht so wahnsinnig gut. Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden und das letzte Geschoss jedes Magazins verursacht Bonus-Präzisionsschaden. Wir haben außerdem kein Hammer geschmiedet, also nicht die Reichweite erhöhbar. Das wollen wir natürlich haben und dann am besten noch eingeschränkte Projektile. Das Wenn wir das mal. Eisenhorn erkennt deine Kraft. Diese Waffe kann im vollautomatischen Modus abgefeuert werden. Nahkampfkills verringern kurzzeitig die Nachladezeit dieser Waffe. Hammer geschmiedet haben wir auch nicht. Nee, das ist nix. Das machen wir direkt nochmal. Du hast dich als würdig erwiesen. Wieder kein Hammer geschmiedet. Kills mit dieser Waffe erhöhen kurzzeitig das Nachladetempo. Grenadieren. Nee, das ist auch nix. Das ist gar Du wirst nix. eine immer größere Legende. Durch die nachhaltige Geschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist, wieder kein Hammer geschmiedet. Und wieder Grenadier. Das wollen wir auch nicht. Wir erkennen deine Stärke, Hüter. Wieder kein Hammer geschmiedet. Rutsch weiter. Und erhöht die nachhaltige Geschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist. Das will ich alles nicht. Destiny, ich will es Gesehen nicht. Lord deine Saladin, Kraft. macht was. Sehr gut, jetzt haben wir alles. Sardinenbüchse, das ist schon mal super. Eingeschränkte Projektile, wenn er durchs Visier aimt. Hammer geschmiedet, das ist geil, das haben wir für Visiere. Okay, da kann man leider nicht mehr die Reichweite erhöhen, dafür die Stabilität. Und ein Kill mit dem letzten Projektile-Magazin verringert die Nachladezeit. Das ist auch nicht so schlecht. Feldscout, naja, hat mal einen Schuss mehr. Das nehme ich. Das gefällt mir ganz gut. Ja, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.